Hey Leute, Wadi, willkommen zu einer weiteren Folge von Survive.io. Wir spielen ja aktuell beliebte IO-Games nach. Wir haben schon Deep.io, Dip.io wieder gespielt. Creature.io haben wir auch schon vor 2 Monaten gespielt oder so. Und heute spielen wir Survive.io. Und das ist ein Spiel, das habe ich gar nicht so viel gespielt, wie ich dachte. Ich habe dazu nur ein einziges Video gemacht. Es kam mir aber persönlich viel, viel mehr vor. Über mir vorgestellte YouTuber. Zombie wird da vorgestellt. Also ich weiß, er hat es mal gespielt, aber das ist halt schon 5 Jahre her. Lass mal versuchen, dass ich da lande. Hallo? Ich hab's gerade getestet. Es ging doch. Ich hab's gerade getestet, gerade ging's. Oh, Moment, stopp, stopp. Ich hab gerade den Browser gewechselt. Okay, mit Chrome geht's nicht, aber mit Firefox scheint's zu gehen. Es ist gar nicht scheiße, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht ganz, wie man sich heilt. Man kann sich heilen. Ich hab vergessen, wie das geht. Aber du kannst die Kisten kaputt hauen, da ist dann Zeug drin. Ein Helm zum Beispiel. Verband. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das Spiel sogar älter als Fortnite. Ich glaube, dieses Spiel gab es, bevor Fortnite rausgekommen ist. Ich habe im Video zumindest, da, größte Reichweite. Ich habe im Video zumindest PUBG erwähnt damals und nicht Fortnite. Es gibt übrigens auch eine Stufe 4 Reichweite. Die haben wir aber noch nicht. Ist das ein Gegner? Nee, ist eine gestorben. Oh, das ist ein Gegner. Der müsste dann hier oben rauskommen. Nein. Oh, das ist ein Busch! Oh, der hat eine gute Waffe gehabt. Ist das drin? Oh, Moment, stopp! Ich kann den Tisch kaputt hauen. Ah, aber was kommt der vielleicht noch? Oh, Stufe 4 Reichweite, das ist richtig groß. Okay, der hat eine kleine Reichweite als ich, weil der hat, glaube ich, blind geschossen. Nee, der hat... Wir machen mal kurz einen Soda rein. Ja, gut. Na gut, dann kommt halt Johnny aus dem Haus und meldet mich einfach um. Ich mache mal meine Facebook-Modus, dass ihr auch die Minimap sehen könnt. Ich werde einen Sieg holen heute. Zack, zack, zack. Oh, Buddy, eine AK. Okay, der macht auch schon. Eine Shotgun zu haben ist immer ganz gut. Ich weiß halt nicht, welche Waffen gut sind, deswegen jongliere ich da einfach so ein bisschen wahllos rum. Welche Shotgun ist besser? Das? Oder das. Aber wieso habe ich Schaden kriegt? Hier ist noch ein anderer irgendwo. Moment, wie komme ich denn hier raus? Das ist einer. Ich habe ihn gekillt. What? Was ist passiert? Verband heilt ja fast gar nichts, oder? Ja, ein bisschen. Aber Leute, dass der einfach von der anderen Seite ankommt. Okay. Wir haben Rüstung. Oder haben wir nur einen Helm? Wir haben auf jeden Fall Rüstung. Wir sind da ein bisschen hochgeballert. Wir haben okay Waffen. Ich glaube, du heilst... Stimmt, wenn das so ist wie bei PUBG, dann heile ich jetzt automatisch Leben durch das Soda. Ist das eine Falle gewesen? Kannst du Fallen platzieren? Die AK fetzt halt. Die AK fetzt halt. Keine, der war auf einmal da. So. Oh, der hat eine bessere Sicht als ich und der hat mich einfach zerstört. Der hat mich einfach hops genommen. Verdammt, ist das schwer hier zu gewinnen. Wieso killen die mich alle? Level 2 Weste, let's go. Oh, das ist einer. Der hat keine Waffe. Oh, der hat eine Waffe. Das ist unten irgendwo. Verrät mir konstant seine Position. Bisschen gedamaged. Down. Nice. Ich glaube, wir haben einfach mehr gesehen als er. Und dann war das recht leicht, den Hops zu nehmen. Lol, der ist AK. Das jetzt. Okay, die sind alle shit. Das jetzt kann die Runde sein. Der war noch. Huch! Der hat keine Rüstung, Was? Och, ist das lächerlich. Okay, wir gehen mal als Duo rein. Gib mir einen zufälligen Teammate. Und dann, vielleicht erfolgreicher. Mein Teammate ist da oben. Und ja, meine Hoffnung ist, dass der random Teammate mich trägt. Aber man ist wohl schneller, wenn man eine Faust nur hat und nicht eine Waffe. Okay. Zack, 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 zack. Rotzkasten. Hier links irgendwo. Stoppen wir. Da. Oh, die Ump ist ja scheiße. Direkt austauschen. Okay. Hier ist Schütz. Es leben noch 5 Teams.
Ist das nicht schon die ganze Zeit so? Explodiert das? Nee. Gut. Er läuft vielleicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist eine Mine. So, zwei Sicht. Da oben drauf. Da rein. Ich denke, wir werden jetzt gleich in den Kampf kommen. Okay, nimm Solo nochmal mit. Für 40 soll er haben, wenn er will. Will er nicht? Dann nehme ich das. Vielleicht hat das ja schon. Ich weiß nicht, ob meine Waffen die richtigen sind, die ich habe. Die sahen lustig aus, deswegen. Oh, ach, hallo Gebäude. Ich wurde gelasert. Ein Gefecht und wünsche was tot. Ich muss mein Teammate mal alleine lassen. Teammate, nein, 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 nein. Alter, der hat ein super Schild. Der tankt ja ohne Ende. Ich feuer einfach mal mit. Die Gegner müssen irgendwie achtfache Sicht haben oder sowas. Gibt's ja. Okay. Ich mache ein bisschen Stress, dass mein Teammate dann flankieren kann vielleicht. Oh, Moment, Granaten, Granaten. Granaten kicken. Das war das Finale, noch wir und ein anderes Team. Einer ist gedownt, einer ist gedownt, einer ist gedownt. Ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, was passiert. Ich hab gar nicht mehr Munition. Nachladen. Scheiße! Ich hab keine Munition mehr. Vorschlagkammer. Ja, let's go! Let's go! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, das war's! Unspektakulär, aber so holt man halt die Siege. Einfach Hammer, zack! Let's go! Ja, das ist Survive.io. Stabiles IO-Spiel macht im Zwei-Spieler-Modus deutlich mehr Spaß als alleine. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao!